Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Undertale. Wir sind hier in den Hotlands stehen geblieben. Und bevor wir jetzt ins Lab gehen, wäre ich nochmal ganz kurz zurückgegangen. Mal gucken, wie weit wir zurückgehen können. Oder ob vielleicht die andere Richtung nicht kürzer wäre. Aber ich würde gerne mal ganz kurz gucken, ob wir irgendwie das Tammydorf finden. Uns wurde ja der Tipp gegeben, hey, das Tammydorf, irgendwo vor dem Raum in den mit den Laternen, wo das Licht dunkel wird. Wo das Licht ausgeht, besser gesagt. Also ziemlich. Okay, wer bist du denn? It's a box. Presumably to be pushed. Okay, ich kann sie aber nicht pushen. Nee. Bah! Today's monsters don't appreciate what makes puzzles great. Nowadays, puzzles are nothing but lasers and moving rocks. Bah! There's no art in that actiony mindless schluck. It's just timing-based travel. Give me something that challenges the deepest reaches of my mind. You! You're young! You've still got hope. Here, try solving this block-pushing puzzle. What? What are you doing? You're pushing it all wrong! Bah, forget it! This generation is really helpless! Aber ich hab doch noch gar nichts. Huh? Bah, never mind! Okay. Dann nicht! So, hier haben wir den Kleinen gerettet. Und hier unten. Sollten wir zurück zu dem Raum mit den Laternen kommen? So, und ich meine mich zu erinnern, dass hier unten der Weg war. Es wird auch nicht mehr so schnell dunkel, habe ich das Gefühl. Kann mich aber natürlich auch irren. So, und hier soll es jetzt irgendwo zum Tammydorf gehen. Vielleicht ist das irgendwo ein nicht beleuchteter Weg, dass wir hier einfach irgendwo doch in die Schwärze gehen können. Nee, hier nicht. Oder vielleicht müssen wir jetzt auch hier wieder Pilze deaktivieren. Weil den haben wir jetzt ausgemacht, aber irgendwie hat das keine Änderung gemacht. Also wir können ja trotzdem da lang gehen. Ah ja! Sieh einer an! Die Musik. Oi! Welcome to Dem Village! Oi! Hi, Tammy! And this my friend, Tammy! Oi! I'm Tammy! And this my friend, Tammy! Oh Gott! Oi! I'm Tammy! Don't forget my friend! Hi! I'm Bob! Was so dumm. Oi! You should check out Dem Shop! Oh my god! Yeah, yeah! I agree! Shut check! Dem Shop! Können wir mal kurz speichern? You feel something. You're filled with detail. You're filled with determination. Oh, ist das toll. Safe, wonderful, Tammy Village. Wir haben es gefunden. Aber,
Humans, such a cute! Oh Gott. Tim, watch Egg! Egg will hatch! Tim, proud parent! It's hard boy. Ah, da schlüpft maximal eine gute Mahlzeit raus. Ah. Statue of Tim, very famous. Very! Oh Gott. Was ist? Mushroom Dance. Mushroom Dance. Whatever could it mean? It means you've lived a life of sin. Wow. Tim had human allergies to Tim. That okay, Tim understand. Tim also allergic to Tim. Was ist eigentlich verkehrt, ey? Häusch! So bist du. Feeling of being watched. Mhm. Wollen wir denn da mal reingehen? Hi! Welcome to the Tim Shop! Talk? Hi! I'm Timmy! Say hello. Hi! I'm Timmy! About yourself. Hi! I'm Timmy! Timmy history vielleicht? Has Tim's ever deep history? Ja, welche? About shop. Yeah, yeah! Go to Tim shop! Ja, sind wir doch gerade. Ey, boah. Ach, ich sehe gerade. Wir haben... Das war auch sehr klug von mir. Ich habe natürlich nicht mehr gespeichert und die Heal-Singer, die wir uns das letzte Mal gekauft haben, in der letzten Folge, habe ich natürlich jetzt nicht mehr, weil ich schlau bin. Vielleicht können wir den was verkaufen. Oh, tatsächlich. Nee, das Snowpiece, das brauchen wir ja noch. Wir können CT verkaufen. Oh! You got a CTs? I gotta have that CTs, but I gotta pay for colic. Tim always wanted CTs. Tim buys CTs for 6 gold. Yeah? No. Ich kann nicht nein sagen, das wäre doch traurig. Yeah? Oh! Thanks, Pitche. Oh, wie glücklich sie war. So. Hi, welcome to Tem Shop. Tem Flake. Heals 2 HP. Food of Tem. Tem Flake. On sale. Heals 2 HP. Discount food of Tem. Tem Flake. Expensive. Heals 2 HP. Food of Tem. Expensive. 20 G. Oder? College! Tim pursues higher education. Wir haben leider keine 1000 Gold, aber... Wir können ja mal den Discount kaufen. Oh, wie glücklich. Okay. Boy! Oh, die sind so niedlich. Ich bin aber trotzdem maximal verwirrt, was hier abgeht. Kannst du bestimmt das Gemälde anschauen. Rich History of Tim. Tammy hat mal einen Drachen geritten. So wie es aussieht. Ah. So, ist hier jetzt... Können wir hier jetzt vielleicht mit dem Tim Flake? Item. Tammy Flakes. Use. You eat the Tammy Flakes. Das war nicht ganz das, was ich wollte. Hi! Ja, ich hätte gern den on sale, nicht wahr? So. Einfach mal, damit wir noch was haben. Auch wenn es nicht viel bringt, aber. Mushroom Dance. Mushroom Dance. Whatever could it mean?
It means you lived a life of sin. Ja, okay. Oh Gott, das ist so weird alles. Okay. Aber schön, dass wir hier waren. Jetzt ist der Weg auch angezeigt. Schön, dass wir hier waren. Oh Mann. Ist das herzlichst bescheuert. Wenn da noch mehr dazu ist, bitte, ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben, aber bitte nicht zu viel spoilern, ja? Also, gerne so kryptische Kommentare, die nehme ich sehr gerne. Zu allem, was hier story-relevant ist, nehme ich sehr gerne kryptische Kommentare an, aber bitte eben nicht spoilern. Wir wollen das Ganze ja gemeinsam erleben. So, dann sind wir auch gleich wieder zurück und dann können wir ins Lab gehen, weil viel mehr, glaube ich, haben wir von dem lieben Fährmann noch nicht erfahren. So. Was auch immer mit dir los ist. Bah! Können mit der Box nicht interagieren. Okay. Dann gehen wir einfach wieder an Undines Area vorbei. Hier bei den Eisen. Können wir da eigentlich drauf? Nein. Warum hier diese Eisklotz? Warum hier diese Eisklötze? Ich meine, die fließen ja direkt in die Hotlands, aber da kommt irgendwie nichts mehr an. Weil da, hier ist ja alles schon Lava. Deswegen alles ein bisschen weird. Okay. Dann können wir hier nochmal speichern. Und dann gehen wir ins Lab. Ich habe so ein dumpfes Gefühl, dass wir beobachtet werden. Ich weiß aber nicht, warum. It's you. Ja. It's too dark to see near the walls. It's too dark to see near the walls. It's too dark. It's too dark. It's too dark. It's too dark. Hallo? Oh! Oh my god! I didn't expect you to show up so soon! I haven't showered! I barely dressed! It's all messy and... Hiya! I'm Dr. Elphys! I'm Escor's royal scientist! I'm not one of the bad guys. Actually, since you stepped out of the ruins, I've, been observing your journey through my console. Your fights, your friendships, everything. I was originally going to stop you, but watching someone on a screen really makes you root for them. So, now I want to help you. Using my knowledge, I can easily guide you through Hotland. I know a way right to Escor's castle, no problem. Well, actually, there's just a tiny issue. A long time ago, I made a robot named Metaton. Originally, I built him to be an entertainment robot. You know, like a robotic TV star or something. Anyway, recently I decided to make him more... useful, you know? Just some small practical adjustments. Like, anti-human combat features? Of course! When I saw you coming, I immediately decided I have to remove those features. Unfortunately, I may have made a
teensy mistake while doing so. And, no, he's unstoppable killing machine. What thirst for human blood. It happens, you know. But, hopefully we won't run into him. Das hat sich sehr schlecht angehört.